Ich sag mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Rätsel der Zeit, zwei Geister der Vergangenheit. Wir haben die Hauptgeschichte abgeschlossen und der Cliffhanger war ja atemberaubend. Und deswegen werde ich demnächst auch mal Rätsel der Zeit 3 dann spielen. Dann machen wir es Tarantino-Style und spielen irgendwann mal Rätsel der Zeit den ersten Teil, weil ich den ersten Teil noch nicht habe. Aber wir haben ja noch das Bonuskapitel. Und das werde ich jetzt einfach mal starten. Oh, nehmen wir wieder den Expertenmodus? Ich glaube, wir nehmen wieder mal den Expertenmodus. Und ich starte. I'm exhausted. Let's call it a day and start anew tomorrow. But we've only collected so... There's an infant on that balcony. I have to rescue it. I'll summon help. Go, Charlotte, but be careful. There's no time to lose. So, ein Baby ist also in Gefahr und da das Bonuskapitel Rette Esther heißt, denke ich mal, dass das hier oben Esther ist. Aber selbst diese dicke Decke hat bei der Explosion Feuer gefangen. Hm. Hier brennt aber auch alles. Durch die Tür kommt wahrscheinlich nicht durch. Fire is raging behind the door. I can't enter this way. Das ist richtig. Und wir haben hier ein neues Bild, was ich schon mal sehr schön finde. Und einen Eimer. Den werden wir jetzt mal mit Wasser füllen. Und the windowsill is full of shards. I can't climb through until I cover the sill. Ja, erstmal was drüberlegen. Wahrscheinlich diese alte Decke, die da so langsam vor sich hin brennt. Wenn wir lange genug warten, brennt die Decke auch komplett weg. Dann können wir das Spiel leider nicht mehr lösen. So, und den alten Perserteppich haben wir jetzt auch mal. Den können wir da mal draufpatschen und gehen mal hinein. Hier noch alles wunderbar. Also dieser Bereich hier ist noch völlig in Ordnung. Da haben wir noch einen alten Gehstock. Den brauchen wir unbedingt. Oh, wir können einen Stuhl umschmeißen. These bolts have a very peculiar pattern. I'd need a special screwdriver to unscrew them. Ja, bestimmt ein neues Technikprodukt, das nicht repariert werden soll. Oh, was haben wir denn hier? Da liegt ja jemand. Hier ist ja ein Arm. There's someone trapped under the rubble. I have to help. Ja, aber wie? Warte. Oh, erstmal Zeit für ein Wimmelbild. Scheißegal, dass da irgendjemand unter den Trümmern liegt oder dass hier das ganze Haus brennt. Wir sammeln einfach mal alles komplett auf, was wir so finden. Ein Schrumpfkopf zum Beispiel. Ein Schrumpfkopf, den habe ich da gesehen. Ein Stoßzahn. Da ist ein Stoßzahn. Haben wir hier noch einen Stoßzahn irgendwo? Müssten wir eigentlich haben. Sehe ich jetzt im ersten Augenblick aber noch nicht. Ist das ein Stoßzahn? Nee, ist ein Geweih. Das wäre ja auch ein merkwürdiger Stoßzahn gewesen. So, was suchen wir denn noch? Eine Stabbürste, ein Metallstab und ein Messer. Das hier ist eine Stabbürste, vermute ich mal. Ein Messer und ein Metallstab. Ja. Frosch, den haben wir da. Afrika hatten wir hier oben. Und einen Hund. Ist das ein Hund? Das sieht aus wie ein Hund. Blatt, Pfeil und Eier. Wenn wir was brauchen in diesem Spiel, sind es Eier. Da sind Eier. Achso, da sind auch Eier. Dann noch ein Blatt. Ein Blatt Papier. Können wir das hier einfach rausreißen? Nee. Das ist auch kein Blatt. Das ist ein Brief. Ein Pfeil haben wir aber auch, den wir brauchen. Achso, warte. Hier ist ein Messerchen. Und ein Pfeil. Hatte ich einen Pfeil nicht eben irgendwo noch gesehen? Hier ist eine alte... Warte, was ist das hier? Ah, das ist der Metallstab. Ja. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Stoßzahn, Blatt und Pfeil. Ach, ein Blatt. Das könnte ja auch nicht ein Blatt Papier sein, sondern ein Baumblatt. Da ist zwar ein Blatt, aber das ist es nicht. So, was haben wir denn noch? Ach, hier ist noch ein Blatt.
Und ein Pfeil. Ein Pfeil. Ein Pfeil, ein Pfeil, ein Pfeil. Ist es jetzt ein zeigender Pfeil oder ein Pfeil von einem Bogen? Ja, das ist ja merkwürdig. Hier sind alle Mikado-Stifte. Da ist auch nichts. Ein Pfeil. So, ist ja merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Hier ist eine alte Zielscheibe. Ach, hier ist ein Pfeil versteckt. Na, das ist ja dreist. Achso, der Stoßzahn fehlt noch. Ja, ich dachte schon, wir hätten jetzt alles. Oh, da ist er ja. Das ist ein kleinerer Stoßzahn und eine Metallstange. Die nehmen wir doch glatt und dann hebeln wir das hier mal hoch. Thanks. Now I can last a little longer. I couldn't escape before the fires engulfed the mansion. But there might be others who need your help. Find them. This device will help you. Please, take it. So, wir sollen also die... She's severely wounded. I need to find some help. The passage is blocked by fire. Können wir denn hier mit dem Gehstock das aufnehmen? Hat sie nicht gerade gesagt, wir sollen die... I can't take the device until I cut off the chain trapped under the debris. Das ist ein Arm. Das ist nicht... Du kannst den Arm hier durchtrennen. Kann ich vielleicht das mit dem Ding so ein bisschen anhebeln? Nee, das funktioniert natürlich nicht. Dann gehen wir nochmal nach draußen. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die Bude abfackelt. Gehen wir zum Haupt... Okay, hier gibt's auch nichts mehr. So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist das? Ich brauche etwas Langes und Gebogenes, um die Schere aus dem Dickicht zu holen. Ja, das ist auch schön. Einfach mal, ich kann das hier alles nicht abschneiden. Ich werfe einfach mal die Schere mit rein. So, wir haben jetzt eine Schere und mit der werden wir jetzt den Arm kappen. Nein, den Arm kappen. Na gut, dann kappen wir. Notfallmodus aktiviert. Klicke auf eine beliebige Stelle, um in Sicherheit zu gelangen. At last you're here. I was expecting you sooner. Welcome to the Ambrose Complex. Hurry up and follow me to the next room. There's a lot to do. Eine defekte Maschine haben wir. Wie erstaunt ist denn wieder dieser Velociraptor? Okay, ein Code. Den merken wir uns irgendwann mal anders. Ach, hier können wir wahrscheinlich die defekte Maschine reparieren. Aber wahrscheinlich noch nicht. Was haben wir hier? Auch Müll. Sehr schön. Was suchen wir denn hier überhaupt? Zuckerstange, Kopfhörer, Glühbirne. Hier ist ein Pflaster. Das sehe ich schon mal als erstes. Eine Zuckerstange. Zuckerstangen sind ja diese rot-weiß gekringelten Zuckerstangen. Und Kopfhörer brauchen wir auch. Kopfhörer sehe ich aber auch überhaupt nicht. Eine Glühbirne. Eine Galühbirne. Glühbirne sehe ich auch nicht. Sind wir hier im richtigen Wimmelbild? Fernglas. Siehst du, Fernglas ist schon mal da. Gehen wir einfach mal davon aus, dass der Rest auch da ist. Fiolen. Wir brauchen Fiolen. Wo sind denn hier Fiolen? Und dann auch noch gleich mehrere. Achso, da sind ja kleine Fiolen. Dann brauchen wir Würfel.
Wo haben wir Würfel? Würfel? Würfel! Wo seid ihr? Und einen Fächer. Achso, hier ist das Headset. Ich finde das auch schön, dass diese Seite des Schrankes sehr viel aufgeräumter ist als die linke, wo wirklich einfach nur reingeworfen wurde. Zirkel, Fotos und Brille. Hier ist eine Brille. Ein Zirkel, den haben wir hier. Und Fotos. Hier sind Fotos, aber offensichtlich suchen wir nicht die Fotos. Sind das Fotos? Nee. Ah, warte, hier sind Fotos. Würfel und Fächer. Ah, warte mal, hier ist ein Schraubenzieher, aber... den kriegen wir noch nicht. So, Zuckerstange, Glühbirne. Wo ist denn diese Zuckerstange? Ach, da ist die Zuckerstange. Hab ich jetzt fast nicht gesehen. Und die Glühbirne... sollte man vermuten, müsste hier irgendwo sein, da. Auch hier schön das Katana. Die Mona Lisa, alles mal reingeschmissen, hier Recycling. Er trennt also wenigstens seinen Müll. Der gute Professor, also Würfel und Fächer und eine Tasse Tee. Hier haben wir eine Tasse Tee, aber wir haben wahrscheinlich nichts, womit wir das auffüllen können. Hier haben wir noch so eine alte Hand. So Würfel. Wo haben wir denn Würfel? Nee, hier ist alles nix. Und einen Fächer brauchen wir auch. Achso, da ist der Fächer. Ist das hier der Würfel? Ach, das ist der Würfel. Okay. Ich habe an einen klassischen Spielwürfel gedacht. Hier haben wir noch eine schöne... was, 3,5 Zoll oder 3,25 Zoll? Na, auf jeden Fall die schönen alten Disketten. Ne, 5,25 und 3,5, so war's. Aber diese Floppy Disks und dann gab's ja die guten festen Disks, die nicht kaputtbar waren, wenn ich das mal so in den Raum schmeißen darf. So, hier haben wir eine Tasse, aber kein Tee. Und irgendwo... Ah, warte. Ah, warte. Ja, in das grüne Wasser tunken wir erstmal einen Beutel Tee. Dann wird der Beutel braun. Die Tasse Tee braun. Und dann kann man das auch trinken. Ja, und wir nehmen das Wichtigste von allen mit, nämlich den Würfel. Was haben wir hier? Achso, wir brauchen aber 3 Stück insgesamt. Oder können wir den schon mal einsetzen? Nee, natürlich nicht. I'm almost finished with this contraption. It was designed to help both Esthers, the infant and the adult one, trapped in the burning mansion. Yes, they're both the same woman, entangled in the time stream. Miss Charlotte, you have to play your part and save the day. I have other pressing matters to attend to. Good luck! Stopft er seinen Mantel da aus? Das sah so extrem muskulös aus. Ah, okay, jetzt haben wir, was? Wie? Wo? Es ist eine Art Code. Okay. Dann... So, haben wir denn... oben haben wir noch nicht mal den richtigen. Nee. Das sieht schon fast richtig aus. Also ich gucke jetzt hier gerade nach dem hier. Das sieht auch fast richtig aus. Aber alles noch nicht so hundertprozentig richtig. So, haben wir denn hier irgendwo was? Hier haben wir so ein altes N. Ja.
Warte mal. Das sieht fast richtig aus, ist aber immer noch nicht richtig. Ich gehe mal nochmal zurück. Und das ist echt mal was anderes. So, das sieht schon ähnlich aus, aber noch nicht so hundertprozentig. Hier haben wir das gute alte N, das ist so ein Vollzeitgekröse. Hier brauchen wir eigentlich einen, der so einen Strich hat, also hier so und dann da ein Böppel. Den finde ich hier aber in der Übersicht noch nicht. So, das ist... Das ist ja... Oh, warte mal, da ist er. Das ist der, der ist schon mal richtig. Jetzt brauchen wir einen, der hat da und da und da und da und dann noch so ein bisschen da. Also sowas in der Richtung, aber noch ein bisschen anders. Eigentlich der hier, ne? Ja, das müsste der eigentlich sein. So. So, das ist der. Die beiden haben wir dann schon mal. Dann so ein langgezogen, also so ein F. Dingens. Ah, das hier wahrscheinlich, ne? Einmal so und dann... Nee, nicht ganz. Wo haben wir den denn hier? Ach so, der ist das, ne? Ach, verdammt, wenn ich den jetzt... Nein! Ach. So, dann müssen wir den dahin ziehen, den dahin. Und dann ist der richtig. Jetzt ist der hier aber wieder falsch. So, der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig. Jetzt brauchen wir rechts eine lange Stange. Und ich befürchte, wir brauchen den hier. Das ist ja doof. Ah, warte. Nein! So, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Welcher der richtige ist. Achso, das ist schon der richtige. Wo ist denn jetzt der an? Das ist der. Also können wir den einfach dahin ziehen? Ach nee, gar nicht. So ist es nämlich. Das ist der. Und in der Mitte, weiß der Geier, welcher das ist? Den hatten wir doch eben schon, oder? Ach so, das waren diese zwei Fs. Nee, das hier ist er nicht. Ach, da ist er gelandet, okay. So. Nein. So, jetzt ist er da richtig. Jetzt habe ich den da wieder verknusert. So, der ist jetzt auch richtig und jetzt brauchen wir nur noch hier den richtigen. Und das ist er nicht. Welcher ist es denn dann? Das ist, der macht seinen ganzen... Das hier müsste er sein, oder? Ich probiere das mal aus. Der müsste ja gleich da auftauchen.
So, jetzt ist er hier unten. Das heißt, beim nächsten Mal müsste er da... Haha. Okay, was haben wir jetzt?